Hobbits, seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Einladung zu einem neuen Part Minecraft Armor mit dem Zwergenfürst. Ja, im letzten Part haben wir schon damit angefangen, hier ein Gefängnis zu erbauen. Und ich würde mal sagen, wir bauen heute direkt weiter. Wir müssen eventuell die Wand ein bisschen erweitern, aber ja, vielleicht bauen wir auch ein bisschen unterirdisch, weil momentan wirkt das für mich ein bisschen klein. Gewundert, was da rumläuft. Und das ist nur eine Kuh. Okay, was wir eigentlich noch bräuchten für das Haus, also Quatsch, für das Gefängnis, wäre eigentlich ein bisschen Eisen, weil wir wollen ja Eisentüren und Eisengitter machen. Gehört ja zum Gefängnis. Oh, hallo, wer bist denn du? Ist doch bestimmt ein Freund von Siegfried. Der Händler. Oh, und du? Hallöchen! Siegfried hat Freunde eingeladen oder was? Siegfried? Ach, da bist du, Siegfried. Tachchen. Fühlst dich wie zu Hause, hast gleich eine Hausparty gemacht. Du hast hier was für mich? Ja, ich glaube, das sieht einfach aus der Truhe aus. 25 Eisenbarren. Ich wusste doch, dass ich das klauen kann. Was guckst du mich so an? Du legst doch immer nur Sachen in die Truhe, die du für uns hast. Ist doch okay, oder? Die Eisenbarren, kann ich die klauen? Ich brauche die. Ja, ich weiß, da steht Händler über deinem Kopf. Aber gut, ja, ich brauch's mir, ich geb's dir irgendwann mal wieder zurück. Ich geb dir irgendwann mal Eisen wieder zurück, wenn ich's habe. Okay, ich brauch's heute mal dringend. Okay, er sagt nichts dagegen. Er sagt generell ziemlich wenig. Aber gut. So, wo bauen wir denn die Türe hin? Hier könnten wir die Türe hinbauen. Da hier noch so eine Treppe davor. Und dann kriegen wir das hin. Ich glaube, das ist gut. Jetzt können wir so eine Treppe hinbauen. Zack. Naja, sofern man das Treppe nennen kann. So ein bisschen. Möchte gern Treppe. Und bauen wir hier eine Tür rein. Das dauert hier ein bisschen ohne Spitzhacke, das Ganze abzubauen. Können wir das erste Eisen dafür benutzen, die Tür zu bauen. Na komm. Mach Weg frei. Können wir schon gucken, wie wir das gestalten hier. Ich würde den Boden auch aus Stein bauen. Sofern uns nicht der Stein ausgeht. So ein kleines bescheidenes Gefängnis hier. Das soll ja nicht großartig sein. Nur ein kleines, ja, armseliges Gefängnis. Okay, da brauchen wir eine Werkbank für eine Tür, oder? Ja, brauchen wir. Siegfried hat auch eine Werkbank. Können wir die uns mal ausleihen? Ich habe nicht Bock, bis zu meinem Haus zu laufen. Aber das ist näher dran. Ja, jetzt mal meine eigene. Eine Werkbank. Wozu die von anderen nehmen, wenn man doch eine eigene hat? Hier ganz oben. Ah, das ist mein Diamantschwert aus dem letzten Part. Ich habe sogar zwei. Einen davon steht im Keller. So, Tür. Eisentür. Da haben wir gleich drei davon. Können wir gleich weiterverwenden.
Und ich ein paar Zellen machen. Naja, zwei brauchen wir für draußen. Dann können wir die erste Zelle schon bauen. Sollte mir eigentlich eine Werkbank mitnehmen, aber was soll es. So, nee, die muss andersrum. Ach Mist, das dauert jetzt ewig, bis ich die abgebaut habe. Dann ist es nachts. Ich glaube, ich sollte mal jetzt schon mich schlafen legen. Ach, sprechen kann ich auch nicht mehr. Na komm, mach kaputt. Ich kann nicht kaputt machen. So ein Unfug. Na, dann machen wir es halt so rum. Ich kann man jetzt nicht mehr öffnen, da braucht man dann auch Schalter für. Was mache ich hier eigentlich gerade? Was ist hier gerade los? Runtergefallen. Schnell mal ins Bettchen. Ich schlafe heute mal bei Siegfried. Ich bin gerade eine Hausparty im Laufen. Den werde ich wohl auch nicht mehr stören. So, Siegfried, ich übernachte bei dir. Glaube ich mir einfach so. Stadtbesitzer. Du bist hier Gast. Du musst das ertragen, wenn der Fürst in deinem Haus schlafen will. Wo ist er denn hin? Achso, da ist er. Hallöchen. So, dann am Tage mal ein bisschen weiter bauen. Ich glaube, das wird sich ein bisschen unterirdisch herstrecken, das Gefängnis. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Dann müssen wir nicht so viel unterirdisch bauen. Und dann haben wir von Stein unterirdisch. Können wir Bruchstein gewinnen. Ich muss mir meine Spitzhacke holen. Und hier habe ich doch bestimmt auch noch irgendwo rumliegen. Steinspitzhacke habe ich bestimmt im Keller. So. Dann bohre ich hier mal ein bisschen. Dazu muss ich hier nicht alles zählen. Können wir mal eine kleine Timelapse machen. Ja. Hätte ich jetzt einen Schalter, dann könnte ich die Tür schon öffnen. Mann, eine Werkbank müsste man haben. Ich hole auch gleich mal eine. So ist es ja nicht. Spitzhacke und Werkbank als nächstes. Dann ist ja alles klar. Ja, ich will nach oben. So. Let's build. So, Hofi. Spitzhacke und Schalter besorgen. Das ist nämlich das Beste. So kann man ja nicht weitermachen jetzt hier. Zack. So, Waffenkiste habe ich doch hier. Spitzhacke. Eisenspitzhacke sogar. Ja, super. Kann man hier brauchen. Ein Schalter kann ich mir doch hier auch machen, oder? Bisschen Holz habe ich sogar noch mit dabei, dürfte vielleicht sogar reichen. Kleinen Schalter. Na komm, na komm. Schalter, Hebel. Machen wir gleich zwei davon. So, da haben wir was wir wollen. Ach, eine Werkbank wollte ich mir mitnehmen. Nehme ich die gleich mit. Die bauen wir dann woanders auf. Können wir ja wieder mit zurückbringen. Huha! Ins Wasser.
ins Wasser fällt ein Schwein. Kennen einige das Lied? Ganz heimlich, still und leise. Na gut, kennen wenige. So. Dann kann man hier was bauen, wo man braucht. So, Hebel. Hier ein Hebel. Dort ein Hebel. Ja, ich denke, so ist richtig. Für ihn braucht man keinen Hebel. Kann man von außen jemand zumachen. Super. So ist es gedacht. Dann können wir jetzt mal gucken, wie hoch wir das bauen können. Eventuell machen wir 2 Etagen in die Höhe. Und machen wir 2 Etagen nach unten. Naja. Von innen kann man die Tür auch nicht zumachen. So, ja, auch nicht zumachen, weil wenn man es zumachen kann, kann man es auch öffnen. Ist nicht der Sinn eines Gefängnisses. So. Ach, ich hätte ja die Spitzhacke benutzen können. Ich blödel. Jetzt haben wir die Erde. Können wir uns hochbauen. So. Zu eng soll es dann auch nicht sein. Ja, machen wir es. Ja, machen wir da oben zu und dann passt's. So, hier noch einen Block lassen, damit man so ein bisschen Wachposten machen kann. Das ist, glaube ich, das Beste. Hier. So. Kann man da oben noch Leute hinstellen, die das bewachen. Ja, okay. So gehen wir hier außen rum. Zack, zack. Da brauchen wir eine Leiter nach oben, die wir benutzen können, damit die Wachen dort stehen können. So, Fackeln bauen wir dann auch noch. Da haben wir welche im Lager. Können wir nicht holen. Warum ich die nicht mitgenommen habe, ist mir auch ein Rätsel. Vielleicht crafte ich gleich. Nein, ich habe keine Kohle. Nichts damit craften. So, da könnte man auch Freiluft machen. Aber gut, das soll kein großes Gefängnis sein, das soll hier. Kleiner Haftanstalt. Spitzhacke und baue ab. Dann habe ich es sogar wieder. Muss ich nicht verschwenden. Zack, zack. Da hier und da hier. Ist zugebaut und relativ dunkel gerade. Hier können wir auch mal ein paar Fenster reinmachen, ein paar Gitter bauen. So ist auch sehr eng der Ausgang, dass man da nicht fliehen kann, nicht sehr schnell rauskommt. 16 Gitter, nice. Thesen haben wir auf jeden Fall noch genug, dass wir das hier machen können. So, dann hier ein doppeltes, würde ich sagen. Also Licht sollen wir schon haben, zumindest im Erdgeschoss. Im Keller sieht es dann natürlich ein bisschen anders aus. Ja, zu viel Licht dann auch wieder nicht. Da können wir mal gucken, wo wir die erste Zelle hinbauen. Das würde sich direkt mal anbieten, hier schon eine Zelle zu ziehen. Zack. Hier dann schon die erste Wand rein. Groß muss es ja nicht sein. Na komm, machen wir hier eine Wand zu. Dann kann man da Türen reintun. Das wird dann nochmal halbiert. Haben wir schon mal 2 kleine Zellen hier im Untergeschoss, im Erdgeschoss. Betten müssen wir auch noch bauen. Ach nein, Quatsch. Häftlinge schlafen auf dem Steinboden. Nix da.
So. Hier noch eine Mauer dazwischen. Zack. Hier werden wieder Mauern gebaut. Ich weiß. Ist nicht das schönste Sinnbild für Minecraft-Ahnung. Na. Klein und unbequem. Die Tür sollte weiter hier sein. So. Das sieht schon richtig düster aus jetzt hier. Wo es jetzt nach der Nacht wird. Ich glaube, wir gehen mal kurz raus ins Bett. In der Nacht will ich nicht an ein Gefängnis bauen. So, schlafen wir eben. So, und am Tage kann es dann weitergehen. Sieht doch auch von außen schon recht trist aus. So, Türen brauche ich noch. Eine habe ich. So, da brauchen wir dann auch Schalter. So. Schalters habe ich kein Holz mehr für. Na doch, Holz habe ich genug. Schalters. Okay, da ist das Holz alle. Was wollte ich gerade noch? Hier erst noch Schalters rein. Ach, eine Tür brauche ich noch. Das ist ja klar. Den Schalter will ich wieder haben. Zack, den brauche ich auf der anderen Seite. Hier dran. Und die Tür aus Eisen. Eisentür. Haben wir wieder Dreier. Können wir bestimmt gebrauchen. Macht man hier auf. Zack. Rein da. Den Boden noch schön unbequem machen, wie es sich gehört. Ein Loch brauchen wir noch, um runterzukommen in die nächste Etage. Ins Loch, in den Keller. Ich glaube, wir machen erstmal nur ein paar weniger Zellen. So viele Kapitel werden wir hier hoffentlich nicht haben. Ansonsten müssen wir ausbauen. So, die Tür wieder einsetzen. Die war eigentlich andersrum, aber gut. Super. Das Gefängnis noch ausbauen. So. Und unter der Erde kommt dann das, ja, sozusagen die Todeszelle. Oder die Todeszellen, wo es dann auch ein bisschen dunkler ist, wo es dann schwerer auszubrechen ist und wo es dann, ja. Ja, ist noch gut. Hier stellen wir vielleicht auch sogar ein Bettchen. Du bist halt nur in Untersuchungshaft oder halt so ein bisschen, ja, in Haft halt, in einfacher Haft. Und wenn du halt irgendwie was ganz Böses getan hast, dann kommst du halt runter. Und ins Schlimmes, ins unterirdische Loch. Ins Loch, ja. Würde man niemandem wünschen, aber ja. Und wenn man so langsam Krieger gegen Orgulianer wird, was vorkommen wird,
Der hat ein paar Kriegsgefangene. Ja, Kriegsgefangene muss man gut behandeln. Das ist richtig, aber wenn man so ein Anführer in unsere Stadt kommt und hier das Dorf vernichtet, dann weiß ich nicht, ob ich mit denen dann gut umgehen soll. Versteht ihr, was ich meine? So. Haben wir eine kleine Strafanstalt. Hier auf die Seite auch noch ein paar Gitter. Na ja, sieht ja schon passabel aus. Ach, was ist das so hier? Zack, okay, das ist eh ein Berg. Dann ersparen wir uns das. Das Fenster auf dieser Seite. Joa. Sieht doch schon ganz hübsch aus für ein Gefängnis. Können wir auf diese Seite hier eine Leiter nach oben bauen. Da sollen die Wachen hoch. Ne, das ist der der Hebel. Das ist nicht so praktisch. Machen wir es auf die Seite hier. Zack, hier ist auch ein bisschen mehr Licht dann. Eine Leiter. Brauchen wir, glaube ich, Holz für. Na komm, schließ die Tür. Dann besuche ich mal ein bisschen Holz und dann machen wir eine Leiter und schmücken das nach oben aus. Ich weiß nicht, ob wir das Gefängnis heute fertig kriegen, aber naja, mal schauen. Wenn nicht, machen wir das in der nächsten Folge noch ein bisschen weiter. Oh, Leiter habe ich sogar eine noch mit dabei. Na komm, rein mit dir. So, Holz 20 davon können wir verwenden. Oh, die Werkbank ist nicht mehr hier. Stimmt ja. Hätte ich da drüben. Verwenden wir das Holz. Okay, dann machen wir erstmal. Bretter für. Ja, so viel brauchen wir dann auch nicht. 13 Liter, naja, vielleicht um runterzukommen in den Keller. So, zack, zack. Damit hätten wir das. So, hier noch rein. Ja, ich weiß. Controller lässt nach. Hätten wir auch eine Falltür reinmachen können. Das ist so, dann machen wir hier noch ein bisschen zinnenhaftiges um drauf. So, dass es auch wie ein Gefängnis aussieht. Und dann können wir da Wachen drauf stellen. Wenn wir mal welche haben. Oder ähnliches. Kann der hier bewacht werden. Ja, nicht schlecht, Herr Specht. So, runter mit mir und können wir weiter unten bauen. So, dann geht's hier hinunter in der zweite Etage. Das Untergeschoss. Ach, da brauchen wir erstmal ein bisschen Fackeln, weil da unten wird's dunkel. Und für den Bau zumindest. Wäre es praktisch, da mal ein bisschen Licht zu haben. Das wäre ein gar nicht so schlechter Plan. Ob wir die dann später noch lassen, das ist dann eine andere Frage. So, Fackeln, wo hatte ich die? So, da haben wir alles. Fackeln haben wir hier. Gitterstäbe haben wir hier. Türen haben wir auch noch ein bisschen. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, Fackeln eigentlich. Das Wichtigste. Nadine, meine Stimme schwächelt. Wie immer. Jetzt mal ein bisschen Licht reinmachen. 16 Fackeln haben wir. Kann man vielleicht auch eine an die Zelle
hängen. Obwohl, Betten habe ich ja auch mit dabei. Könnte man ja mal Betten holen. Ich habe zumindest Wolle. Das kann man zumindest für die zwei Zellen schon mal was machen. Ich glaube, da hatte ich was. Wollen wir uns das bei der Gelegenheit. Zack. Wolle war hier. Wolle. Hier drei weiße und vier graue. Naja. So, Werkbank haben wir denn noch Holz mit dabei? Ja, Holz haben wir dabei. Reicht hoffentlich für zwei Betten. So, Werkbank. So, ein weißes Bett. Graues Bett. Ja. Jetzt wird es nachts. Da lohnt es sich auch mal, ein Bett aufzustellen. So. Ein weißes Bett. Fast nicht verdient. So, fuck übers Bett. Man kommt hier gar nicht raus. Ist auch besser so. Besser für einen Ausbruch. Besser gegen den Ausbruch. So, und hier das graue Bett rein. Das sieht mir nach Knast aus. Na komm, ein Bett platzieren. Nein, nicht so. So hier, ja. Und dann... Du kriegst eine Fackel hier neben dem Eingang. Ja. Ist doch ganz hell in der Nacht. Viel mehr ist da auch nicht. So, dann gehen wir jetzt hier runter. Warte, hier muss eine Fackel hin, hier muss eine Fackel hin, das muss natürlich gut ausgeleuchtet sein. Der Eingangsbereich. Hier müssen natürlich auch Fackeln sein, damit man nachts was sieht. Als Wächter. Ein bisschen übertrieben, aber... Ja. Okay, hier können wir ein bisschen was wegnehmen. Das reicht, glaube ich, wenn wir hier eine Fackel pro Seite machen. Da tauchen hier keine Monster auf. Und man kann noch was sehen. So, in Ordnung. Dann geht es nach unten. So, kamen wir uns runter. Zack. Zack. Da brauchen wir auch eine Leiter hin. Zack, noch ein bisschen weiter runter. Damit wir hier nicht die Decke über den Kopf haben. Und nicht dann bei den anderen noch rauskommen. In den anderen Gefängniszellen. Nein, das können wir auch noch mit Steinen irgendwann mal ausbauen. Das erste Mal, ja. Ich bin noch nicht tief genug unten, um einen Stein zu haben. Ja, der Stein war jetzt gut. Ah, und da kommt Bruchstein. Vielleicht können wir das dann ein bisschen mit Bruchstein auskleiden. Ach ja, die Spitzhacke. Da war ja was. Zack, so. Das war zumindest der Boden erstmal. Anfangen. Und die Leiter. Zack, zack. Ach, stimmt ja.
dann Leiter hin, dass man auch wieder hochkommt. Na, so. Das sieht doch nicht schlecht aus, ein kleines Loch hier im Boden. Ich brauche mehr Bruchstein. Da muss ich auch gehen, wohl mal ein bisschen Bruchstein holen. Ist ja nicht allzu schwer. Können wir das Ganze hier mal auskleiden. Klingt nach einem Plan. So, ja, Bruchstein ist alle. Dann würde ich mal sagen, ist doch ein ganz okayer Part jetzt hier. Im Gefängnis schlafen möchte ich nicht. Ja, schauen wir uns nochmal an. Ja, das sieht doch nicht schlecht aus. Ich gehe mittlerweile mal schlafen. In mein Bettchen, in meinem Haus. Ja, schließen und dann betreten, das ist genau das Richtige. Dann würde ich sagen, ein Däumchen nach oben sollte euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja, kein weiteres Video mal in den Zahlen verpassen wollt und den nächsten Part von Minecraft auch noch nicht verpassen wollt, wenn es hier mit dem Gefängnis weitergeht. Ja, das sieht doch nicht schlecht aus für ein Gefängnis, oder? Was meint ihr? Habt auf jeden Fall noch einen angenehmen fürstlichen Tag. In diesem Bild verabschiede ich mich hier. Man sieht sich auf jeden Fall in einem anderen Video wieder, hoffentlich. Ansonsten, ja, im nächsten Part Minecraft Anno. Haut da rein. Ciao, ciao.